Wir betrachten nun allgemein die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über der Folge ak mal z minus z0 hoch k. Zunächst sei die Folge ak gleich 3, also konstant, und der Entwicklungspunkt z0 gleich 0 und z ist aus R. Dann erhalten wir die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 3 mal z minus 0 hoch k. Die 3 können wir dann vor die Reihe ziehen und erhalten 3 mal die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über z hoch k. Und wir sehen, dass wir nun die geometrische Reihe erhalten haben und wir wissen, dass diese konvergiert für Betrag von z kleiner als 1. So, und das können wir umformen zu minus 1 kleiner als z kleiner als 1, beziehungsweise z muss in dem Intervall sein von minus 1 bis 1. Das Ganze können wir noch veranschaulichen auf dem Zahlenstrahl. Und zwar sehen wir, dass für die Werte zwischen minus 1 und 1 Konvergenz herrscht. Und wir haben den Entwicklungspunkt z0 gleich 0. Dementsprechend können wir sagen, dass der Konvergenzradius den Wert 1 einnimmt. Im zweiten Fall sei die Folge ak wieder konstant bei 3. Aber wir verändern den Entwicklungspunkt zu z0 gleich 1/2. Z ist weiterhin aus R. Dann erhalten wir die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über 3 mal z minus 1/2 hoch k, beziehungsweise 3 mal der Reihe von k gleich 0 bis unendlich über z minus 1/2 hoch k. Auch hier können wir wieder die Reihe als geometrische Reihe auffassen und wir wissen, dass diese konvergiert für Betrag von z minus 1/2 kleiner als 1. Das können wir umformen zu minus 1 kleiner als z minus 1/2 kleiner als 1 und das Ganze dann zu minus 1/2 kleiner als z kleiner 3/2. Und wir wissen dann, dass z im Intervall liegen muss von minus 1/2 bis 3/2. Auch das können wir wieder auf dem Zahlenstrahl veranschaulichen. Und zwar von minus 1/2 bis 3/2 konvergiert die Potenzreihe. Und wenn wir den Entwicklungspunkt z0 gleich 1/2 einzeichnen, sehen wir, dass der Konvergenzradius erneut 1 ist. Zum Abschluss betrachten wir den Fall, dass ak erneut bei 3 ist und der Entwicklungspunkt ist z0 gleich 0, aber z ist jetzt aus den komplexen Zahlen. Dann ergibt sich die Potenzreihe erneut zur Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 3 mal z minus 0 hoch k, beziehungsweise wenn wir die 3 vor die Reihe ziehen, 3 mal die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über z hoch k. Erneut haben wir eine geometrische Reihe vorliegen, die konvergiert für Betrag von z kleiner als 1. Da wir uns im Komplexen befinden, erhalten wir kein Konvergenzintervall, sondern einen Konvergenzkreis, den wir in der komplexen Zahlenebene einzeichnen können. Der Mittelpunkt des Kreises ist der Entwicklungspunkt, also z0 gleich 0, und der Radius hat den Wert 1, was dem Wert des Konvergenzradius entspricht. Wir haben nun die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal x hoch k vorliegen. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich 0. Und wir sollen den Konvergenzradius der Potenzreihe bestimmen, sowie alle x aus R, für die diese konvergiert. Wir verwenden für den Konvergenzradius das Quotientenkriterium, bilden also den Quotienten aus ak plus 1 durch ak und davon den Betrag. In unserem Fall erhalten wir dann 1 durch 2k plus 1 plus 5 mal 2k plus 5 durch 1 und das Ganze im Betrag. Da das, was im Betrag steht, größer gleich 0 ist, können wir die Betragsstriche weglassen und erhalten 2k plus 5 durch 2k plus 7. Wir klammern anschließend k aus und erhalten k mal 2 plus 5 durch k und im Nenner k mal 2 plus 7 durch k. K können wir kürzen und erhalten 2 plus 5 durch k durch 2 plus 7 durch k. Dann bilden wir den Grenzwert für k gegen unendlich und mithilfe der Grenzwertsätze erhalten wir 2/2, das ist gleich 1. Der Konvergenzradius ist der Kehrwert davon, der Kehrwert von 1 ist 1. Damit wissen wir bereits, dass die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal x hoch k konvergiert für alle x aus dem Intervall von x0 minus rho bis x0 plus rho, also in unserem Fall von minus 1 bis 1. Anschließend müssen wir noch überprüfen, ob die Potenzreihe an ihren Rändern konvergiert. Wichtig ist dabei, dass das Quotienten- und das Wurzelkriterium keine Aussage liefern, weswegen man auf andere Kriterien zurückgreifen muss. Zunächst betrachten wir den linken Rand, also x gleich minus 1.
Dann erhalten wir die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal minus 1 hoch k. Wir sehen, dass wir eine alternierende Reihe vorliegen haben. Es bietet sich also an, das Leibniz-Kriterium zu verwenden. Ja, und zwar eine alternierende Reihe mit einer reellen Folge bk, die größer gleich 0 ist, wobei wir bk definieren als 1 durch 2k plus 5. Was dann gelten muss, dass bk eine Nullfolge ist. Das ist hier der Fall, denn Limes k gegen unendlich von 1 durch 2k plus 5 ist gleich 0. Außerdem muss die Folge bk monoton fallend sein. Auch das ist hier der Fall, denn bk plus 1 durch bk ist 2k plus 5 durch 2 mal k plus 1 plus 5. Ja, und das entspricht 2k plus 5 durch 2k plus 7. Und das ist kleiner gleich 1. Die Voraussetzungen für das Leibniz-Kriterium sind also erfüllt. Deswegen können wir sagen, dass die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal x hoch k für x gleich minus 1 nach dem Leibniz-Kriterium konvergiert. Nun fehlt noch die Betrachtung des rechten Randes, also x gleich 1. Dann erhält man die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal 1 hoch k, also die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5. Wir vermuten, dass diese Reihe divergiert, können also das Minorantenkriterium benutzen. Es gilt nämlich 1 durch 2k plus 5 ist größer gleich 1 durch 2k plus 5k. Diese Abschätzung können wir vornehmen, da 5k immer größer gleich 5 ist. Ja, und das ergibt 1 durch 7k und die Abschätzung gilt für fast alle k aus den natürlichen Zahlen. Wir wissen also, dass die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 1 durch 7k eine divergente Minorante von der Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 ist. Also gilt nach dem Minorantenkriterium, dass unsere betrachtete Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal x hoch k für x gleich 1 divergiert. Insgesamt folgt dann nach der Überprüfung der Ränder, dass die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch 2k plus 5 mal x hoch k konvergiert für alle x aus dem Intervall von minus 1 bis 1, wobei minus 1 in dem Intervall liegt und 1 ausgeschlossen ist. Als nächstes betrachten wir die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über k-Fakultät mal x plus 1 hoch k. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich minus 1. Zunächst wollen wir den Konvergenzradius bestimmen. Dazu wenden wir das Quotientenkriterium an, da wir eine Fakultät vorliegen haben. Wir bilden den Quotienten aus ak plus 1 durch ak und den Betrag davon, also den Betrag von k plus 1 Fakultät durch k Fakultät. Das, was im Betrag steht, ist größer gleich 0, also können wir die Betragsstriche weglassen. Außerdem können wir k Fakultät kürzen und erhalten dementsprechend den Ausdruck k plus 1. Und dieser geht für k gegen unendlich. Ja, und dann wissen wir, dass der Konvergenzradius gleich 0 ist. Wir haben kein Konvergenzintervall. Wir wissen aber, dass jede Potenzreihe in ihrem Entwicklungspunkt konvergiert. Also können wir sagen, dass die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über k-Fakultät mal x plus 1 hoch k konvergiert in x0 gleich minus 1. Wir haben nun die folgende Potenzreihe vorliegen, und zwar von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x hoch k. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich 0. Um den Konvergenzradius zu bestimmen, wenden wir das Wurzelkriterium an, also bilden die k-te Wurzel aus dem Betrag der Folge ak. In unserem Fall die k-te Wurzel aus dem Betrag von 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat. Das, was im Betrag steht, ist größer gleich 0, also können wir die Betragsstriche weglassen. Außerdem können wir die k-te Wurzel in den Zähler und in den Nenner ziehen. Wir erhalten dann im Zähler die k-te Wurzel aus 2 hoch k plus 3 hoch k und im Nenner die k-te Wurzel aus k hoch 4 plus k Quadrat. Im Zähler klammern wir unter der Wurzel die Potenz mit der höchsten Basis aus, erhalten also die k-te Wurzel aus 3 hoch k mal Klammer auf 2 Drittel hoch k plus 1 Klammer zu. Im Nenner klammern wir unter der Wurzel die Potenz mit dem höchsten Exponenten aus, also die k-te Wurzel aus k hoch 4
mal, Klammer auf, 1 plus 1 durch k Quadrat, Klammer zu. Wir können im Zähler dann die 3 aus der Wurzel rausziehen, erhalten dann 3 mal die karte Wurzel aus 2 Drittel hoch k plus 1. Im Nenner können wir die Wurzel auseinanderziehen und erhalten die karte Wurzel aus k hoch 4 mal der Kartenwurzel aus 1 plus 1 durch k Quadrat. So, um die Grenzwerte der Wurzelausdrücke zu bestimmen, brauchen wir den Einschachtelungssatz. Zunächst gucken wir uns die karte Wurzel aus 2 Drittel hoch k plus 1 an. Nach oben schätzen wir ab durch 2 Drittel hoch k plus 1. Der Grenzwert davon für k gegen unendlich ist 1. Nach unten schätzen wir ab durch karte Wurzel aus 1. Und wir wissen, der Grenzwert davon ist ebenfalls 1. Deswegen wissen wir, dass der Grenzwert der Kartenwurzel aus 2 Drittel hoch k plus 1 ebenso 1 ist. Ja, dann gucken wir uns die karte Wurzel aus 1 plus 1 durch k Quadrat an. Und nach oben können wir das abschätzen durch 1 plus 1 durch k Quadrat. Für k gegen unendlich geht dieser Ausdruck gegen 1. Nach unten können wir das abschätzen durch die karte Wurzel aus 1. Diese Folge geht für k gegen unendlich ebenso gegen 1. Dementsprechend geht der Ausdruck karte Wurzel aus 1 plus 1 durch k Quadrat für k gegen unendlich ebenfalls gegen 1. Wir bilden demnach den Grenzwert für k gegen unendlich der gesamten Folge und der ist nach den Grenzwertsätzen 3 mal 1 im Zähler und 1 mal 1 im Nenner und dementsprechend gleich 3. Der Konvergenzradius ist der Kehrwert davon, also 1 Drittel. Damit wissen wir bereits wieder, dass die betrachtete Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x hoch k konvergiert für alle x aus dem Intervall von x0 minus rho bis x0 plus rho, also von minus 1 Drittel bis 1 Drittel. Als nächstes untersuchen wir die Potenzreihe auf Konvergenz an den Rändern des Intervalls. Wir starten mit dem linken Rand, also mit x gleich minus 1 Drittel. Dann erhalten wir die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal minus 1 Drittel hoch k. Minus 1 Drittel hoch k können wir auseinanderziehen. Wir erhalten dann die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über minus 1 hoch k mal 1 Drittel hoch k mal 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat. Ja, dann können wir das noch etwas vereinfachen und erhalten die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über minus 1 hoch k mal 2 Drittel hoch k plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Wir vermuten, dass die Reihe konvergiert, versuchen also das Majorantenkriterium anzuwenden. Dazu bilden wir den Betrag der betrachteten Folge, also der Betrag von minus 1 hoch k mal 2 Drittel hoch k plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Durch den Betrag fällt der Faktor minus 1 hoch k weg und es bleibt übrig 2 Drittel hoch k plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Dieser Ausdruck ist kleiner gleich 1 plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Diese Abschätzung ist zulässig, da 2 Drittel hoch k immer kleiner gleich 1 ist. Ja, als nächstes können wir sagen, dass dies kleiner gleich 2 durch k Quadrat ist. Das gilt, da der Nenner k hoch 4 plus k Quadrat größer gleich k Quadrat ist. Und diese Abschätzung gilt für fast alle k aus den natürlichen Zahlen. Also haben wir nun herausgefunden, dass die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 durch k Quadrat eine konvergente Majorante ist von der betrachteten Reihe, also von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal minus 1 Drittel hoch k. Und wir wissen, nach dem Majorantenkriterium konvergiert dann die betrachtete Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x hoch k für x gleich minus 1 Drittel. Wir gucken uns nun den rechten Rand an, also x gleich 1 Drittel. Man erhält dann die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal 1 Drittel hoch k. Das vereinfacht sich noch zu der Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 Drittel hoch k plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Wir können wieder das Majorantenkriterium anwenden, bilden also den Betrag der Folge
2 Drittel hoch k plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Wir können den Betrag weglassen, da das, was im Betrag steht, größer gleich 0 ist. Es bleibt also übrig 2 Drittel hoch k plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat. Wir erhalten nun denselben Ausdruck wie eben schon bei der Betrachtung des linken Randes. Die Abschätzung können wir dementsprechend genauso vornehmen. Dieser Ausdruck ist kleiner gleich 1 plus 1 durch k hoch 4 plus k Quadrat und das ist kleiner gleich 2 durch k Quadrat. Die Abschätzung gilt für fast alle k aus den natürlichen Zahlen. Wir haben nun herausgefunden, dass die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 durch k Quadrat eine konvergente Majorante ist von der Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k hoch 2 mal 1 Drittel hoch k. Und nach dem Majorantenkriterium lässt sich dann aussagen, dass die betrachtete Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x hoch k für x gleich 1 Drittel konvergiert. Nach der Überprüfung der Ränder können wir insgesamt sagen, dass die Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x hoch k konvergiert für alle x aus dem abgeschlossenen Intervall von minus 1 Drittel bis 1 Drittel. Wir haben nun die Potenzreihe vorliegen von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x minus 2 hoch k. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich 2. Man kann erkennen, dass sich im Vergleich zur vorherigen Teilaufgabe nur der Entwicklungspunkt der Potenzreihe geändert hat. Dementsprechend bekommen wir auch denselben Konvergenzradius raus, nämlich Rho gleich 1 Drittel. Wir können also wieder sagen, dass die Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x minus 2 hoch k konvergiert für alle x aus dem Intervall von x0 minus Rho bis x0 plus Rho, also von 5 Drittel bis 7 Drittel. Es folgt die Überprüfung der Ränder. Wir starten dabei mit dem linken Rand, also x gleich 5 Drittel. Man erhält die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal minus 1 Drittel hoch k. Also dieselbe Reihe wie schon in der vorherigen Teilaufgabe beim linken Rand. Und wir haben herausgefunden, dass diese konvergent ist nach dem Majorantenkriterium. Für den rechten Rand x gleich 7 Drittel erhalten wir die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal 1 Drittel hoch k. Auch hier haben wir bereits herausgefunden, dass die Reihe konvergent ist nach dem Majorantenkriterium. Nach der Betrachtung der Ränder ergibt sich dann, dass die Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k plus 3 hoch k durch k hoch 4 plus k Quadrat mal x minus 2 hoch k konvergent ist für alle x aus dem abgeschlossenen Intervall von 5 Drittel bis 7 Drittel. Als nächstes gucken wir uns die Potenzreihe an von k gleich 1 bis unendlich über in Klammern 2k Fakultät durch 2 hoch k mal k mal x plus 3 hoch k. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich minus 3. Wir haben wieder eine Fakultät vorliegen, also bietet sich das Quotientenkriterium an. Wir bilden den Quotienten aus ak plus 1 durch ak und den Betrag davon. In unserem Fall in Klammern 2k plus 2 Fakultät durch 2 hoch k plus 1 mal k plus 1 mal 2 hoch k mal k durch in Klammern 2k Fakultät. Und davon der Betrag. Was im Betrag steht, ist größer gleich 0. Dementsprechend können wir die Betragsstriche weglassen. Außerdem können wir 2k plus 2 Fakultät umschreiben zu 2k plus 2 mal 2k plus 1 mal 2k Fakultät. Und dann mal 2 hoch k mal k. Im Nenner ergibt sich 2 mal 2 hoch k, was 2k plus 1 entspricht, mal k plus 1 mal 2k Fakultät. Anschließend können wir 2k Fakultät und 2 hoch k kürzen und erhalten 2 mal k plus 1 mal 2k plus 1 mal k durch 2 mal k plus 1. 2 und k plus 1 können wir erneut kürzen und es bleibt übrig 2k plus 1 mal k. Dieser Ausdruck gilt für k gegen unendlich gegen unendlich
und wir erhalten den Konvergenzradius 0. Dementsprechend konvergiert die betrachtete Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2k-Fakultät durch 2 hoch k mal k mal x plus 3 hoch k nur im Entwicklungspunkt x0 gleich minus 3. Abschließend haben wir die Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über k mal 2 hoch k durch Klammern 2k-Fakultät mal x hoch k vorliegen. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich 0. Zur Bestimmung des Konvergenzradius bietet sich erneut das Quotientkriterium an, da wir eine Fakultät vorliegen haben. Wir bilden also den Quotienten aus ak plus 1 durch hk und den Betrag davon. Wir erhalten dann in Klammern k plus 1 mal 2 hoch k plus 1 durch in Klammern 2k plus 2 Fakultät mal in Klammern 2k Fakultät durch k mal 2 hoch k und den Betrag davon. Verglichen mit der vorherigen Teilaufgabe haben wir nun den Kehrwert der Folge vorliegen und der Ausdruck vereinfacht sich demnach zu 1 durch 2k plus 1 mal k. Wir lassen k gegen unendlich laufen und erhalten den Grenzwert 0. Dementsprechend ist der Konvergenzradius gleich unendlich und wir können sagen, dass die betrachtete Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über k mal 2 hoch k durch 2k-Fakultät mal x hoch k für alle x aus den reellen Zahlen konvergiert. Als nächstes betrachten wir die Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k durch k² mal x hoch k. Der Entwicklungspunkt ist also x0 gleich 0. Hier bietet sich das Wurzelkriterium zur Bestimmung des Konvergenzradius an, da wir 2 hoch k im Zähler stehen haben. Wir bilden also die karte Wurzel aus dem Betrag der Folge ak. Das ist hier die karte Wurzel aus dem Betrag von 2 hoch k durch k². Das, was im Betrag steht, ist größer gleich 0, also können wir die Betragsstriche weglassen. Außerdem können wir die karte Wurzel in den Zähler und in den Nenner ziehen. Dann erhalten wir die karte Wurzel aus 2 hoch k im Zähler und die karte Wurzel aus k² im Nenner. Das vereinfacht sich dann zu 2 durch die karte Wurzel aus k² und mit Hilfe der Grenzwertsätze bekommen wir dann für den Grenzwert für k gegen unendlich 2 Einzel, also gleich 2. Der Konvergenzradius ist der Kehrwert davon, also gleich 1/2. Damit ergibt sich zunächst, dass die betrachtete Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k durch k² mal x hoch k konvergiert für alle x aus dem Intervall von x0 minus rho bis x0 plus rho, also von minus 1/2 bis 1/2. Als nächstes gucken wir, ob die Potenzreihe für die Ränder des Intervalls ebenso konvergiert. Wir starten mit dem linken Rand, also x gleich minus 1/2. Dann erhalten wir die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k durch k² mal minus 1/2 hoch k. Das Ganze können wir umschreiben zur Reihe von k gleich 1 bis unendlich über minus 1 hoch k mal 1/2 hoch k mal 2 hoch k durch k². Und das ergibt sich zur Reihe von k gleich 1 bis unendlich über minus 1 hoch k mal 1 durch k². Wir haben hier eine alternierende Reihe vorliegen mit der reellen Folge bk größer gleich 0. bk definieren wir als 1 durch k². Und mit dem Leibniz-Kriterium muss bk eine Nullfolge sein. Das ist hier der Fall, denn Limes k gegen unendlich über 1 durch k² ist gleich 0. Und außerdem muss bk monoton fallend sein. Das ist außerdem erfüllt, denn bk plus 1 durch bk ist hier k² durch k plus 1² und das ist kleiner gleich 1. Die Voraussetzungen für das Leibniz-Kriterium sind also erfüllt. Demnach konvergiert die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k durch k² mal x hoch k für x gleich minus 1/2. Für den rechten Rand x gleich 1/2 ergibt sich die Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k durch k² mal 1/2 hoch k. Das vereinfacht sich zur Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 1 durch k². Und wir wissen, dass diese Reihe konvergent ist. Insgesamt folgt nach der Betrachtung der Ränder, dass die Potenzreihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 hoch k durch k² mal x hoch k konvergiert für alle x aus dem abgeschlossenen Intervall von minus 1/2 bis 1/2. Als letztes gucken wir uns die Potenzreihe an von k gleich 0 bis unendlich über k-Fakultät durch 4 hoch k mal x hoch k.
Der Entwicklungspunkt ist x0 gleich 0. Es bietet sich das Quotientenkriterium zur Bestimmung des Konvergenzradius an, da wir eine Fakultät vorliegen haben. Wir bilden also den Quotienten aus ak plus 1 durch ak und den Betrag davon. Also in unserem Fall in Klammern k plus 1 Fakultät durch 4 hoch k plus 1 mal 4 hoch k durch k Fakultät und davon der Betrag. Das, was im Betrag steht, ist größer gleich 0. Dementsprechend können wir die Betragsstriche weglassen. Außerdem können wir k Fakultät und 4 hoch k kürzen und es bleibt übrig k plus 1 Viertel. Wenn wir jetzt den Grenzwert bilden für k gegen unendlich, erhalten wir unendlich. Der Konvergenzradius ist dementsprechend gleich 0. Also konvergiert die betrachtete Potenzreihe von k gleich 0 bis unendlich über k-Fakultät durch 4 hoch k mal x hoch k nur im Entwicklungspunkt x0 gleich 0.